Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda, Folge 63 inzwischen schon. Und ja, mal gucken, wie es weitergeht. Jetzt habe ich den Auftrag, ich soll die ganzen Sachen hier abklappern und das machen wir doch mal. Ich werde mich direkt, was haben wir hier, Aufklärungsposten? Ach, da sollen wir wieder zurückgehen. Wir haben hier noch die Mineralien-Scan, das ist eher langweilig, das kann man mal so nebenbei machen. Hier haben wir noch ein altes Wrack, was wir untersuchen können. Ich glaube, ich mache mich in die Richtung von Kiran Dals auf, was ja auch unsere Hauptmission ist. Aber erst einmal haben wir ja die Turianer gefunden, das heißt, ich werde mich mal aufmachen und die ganzen Sachen sammeln. Hier die Sachen scannen. Nicht so spannend ist, aber wir gucken mal. Kann ich noch ein bisschen Munition mitnehmen? Nein, wir haben alles. So, gucken wir mal, wie wir uns hier zurechtfinden auf diesem unwirklichen Planeten. Okay. Hier ist auf jeden Fall im großen Stil Relikttechnologie gebaut worden. Laufe ich denn überhaupt in die richtige Richtung? Ja, dann hole ich mir das da oben mal als erstes. Schau mal, da gibt es noch was mitzunehmen. Arztkappen. Alles großartiger Müll. Wo war denn das jetzt? Da, 80 Meter. Es sieht immer noch wunderschön aus, das Spiel. Also, kann man nicht meckern. Ist das hier überhaupt oder ist es dahinter? Es kann auch sein, dass es dahinter ist, oder? Nee, ist es schon hier, okay. Asari-Comling und ein Dämpfungsspul. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Okay, wieder weitere Trümmer gefunden. Da 80 Meter voraus gibt's noch was. Hier ist doch auch irgendwas. Was ist denn das hier? Ach, da geht's glaube ich wieder zum Außenposten zurück. Nehmen wir mal das da. Ja, das hier und dann gehe ich darüber. Oder ich gehe zuerst darüber, das scheint mir dichter zu sein. Daten. Was ist das, was mich tatsächlich so ein bisschen stört an Andromeda? Nathanus zur Bergung markiert. Dass es einfach zu viel ist, was man sammelt. Meiner Meinung nach. Es ist zu viel Scheiß, den man einsammeln muss. Wenn ich mich da zurück erinnere an die alte Trilogie oder was das eigentlich alles ältere. Ja, an die Shepard-Trilogie, da war es halt. Was so die einsame Krams angeht, wesentlich übersichtlicher. Das ist einfach zu viel. Deswegen finde ich auch einfach, dass BioWare zu viel auf den ganzen Open-World-Gedöse setzt. Ja, braucht es das unbedingt? Ich glaube nämlich nicht. Okay, jetzt bin ich hier genau in der Nähe. Ich hätte eigentlich da noch hingehen können. Aber wir machen das erstmal fertig. Ja, cool, das ist hier gleich in der Nähe. Ich habe mich natürlich auch teleportieren können, aber naja, ich will die Welt ja auch selber zu Fuß erleben. Sieht schon sehr cool aus. Hier ist eine Höhle. Ja, dass man halt zur Höhle schimpft. Wie komme ich denn da? Ich glaube, ich muss hier hoch. Komme ich da einfach so hochgeglitscht?
Bis dahin reizt doch nicht, oder? Nee. Ist das, glaube ich, dahinter? Hinter dem Komplex. Ja, ich muss noch eins weiter. Kann mich ja übrigens auch jetzt porten. Hier ist es. Oh, da ist noch ein Behälter. Reliktprozessorkern. Terranische Nieten und Schweißelektroden. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Ich werde übrigens mir abgewöhnen, ständig mal den Scanner rauszuholen, wenn es nicht notwendig ist. Aber wenn was auf dem Weg liegt, dann werde ich schon versuchen einzusammeln. Was ist hier? Asarikumling, ja. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, das geht bei mir mal relativ schnell. Genau, wir haben hier noch zwei Sachen. Eins ist unter mir und der Rest ist auf der anderen Seite. Oder? Diesmal nicht? Ich bin schockiert. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. Doch da, oder? Nee, das war was Pibi. Oh fuck. Der ist geglitscht. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte wieder gucken. Ach genau, das andere ist genau hier oben. Hier bei den Relikten. Ah, ganz schön viel Relikttechnologie hier auf dem Planeten. Ich werde jetzt nicht scannen. Moment. Adaptive Relikt-Kerngeräte. Das hat man, glaube ich, schon mal. Aber wer hat die Relikte? Also, momentan hält mich das Spiel bei der Stange, weil ich natürlich wissen will, wie es mit den Charakteren an und für sich weitergeht. Was hat es mit den Cat auf sich? Und was zum Teufel sind eigentlich die Relikte? Wer hat die erschaffen? Wer war das? Und warum hat er sie erschaffen? Muss ja einen Grund geben. Trümmer der Arche Nathanus, zur Bergung markiert. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch drei Sachen, oder? Aber wenn wir schon mal hier sind, werde ich gleich mal... Na, dann machen wir das gleich alles hier zusammen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal nochmal zurück. Wow! Was zur Hölle? Himmel ist ganz schön was los. Ist schon sehr stimmungsvoll. Aber mein großer Kritikpunkt ist halt, also diesen ganzen Schrott, den man aufsammelt zwischendurch, hätte es halt einfach nicht gebraucht. Ist halt inzwischen für mich sehr, sehr, sehr lästig. Genau, hier ist die kaputte Brücke, ne? Genau.
wieder Forschungsstation. Ah, mal gucken, was sie uns da jetzt Schönes zu sagen hat. Du fühlst dich kein bisschen anders? Ich glaube nicht. Warum? Du etwa? Ich bin ein bisschen benebelt, aber das könnte auch einfach nur an der Müdigkeit liegen. Stimmt, die Wissenschaftler, die wir gerettet haben, sind ja wieder da. Dann können wir jetzt mit Kiran noch reden. Sie haben nicht gelogen. Kiran hat uns alles erzählt. Sie hatte sogar Bilder. Ich entschuldige mich für die Unfreundlichkeit, mit der ich Ihnen anfangs begegnet bin. Kein Problem. Ganz ehrlich, nach allem, was Sie erlebt haben, hätte ich es sogar verstanden, wenn Sie auf mich geschossen hätten. Aber wir alle sind froh darüber, dass das nicht passiert ist. Ryder, was Sie hier getan haben, Ihr Verständnis für die Relikte und Ihr Sam, müssten Ephra davon überzeugen, dass Sie ein Gewinn für uns sind. Wir sollten so schnell wie möglich mit ihm sprechen. Vielleicht auf der Tempest? Ich habe nachgedacht, Kiran. Wenn Ryder die Relikte verwenden kann, könnten wir dann nicht die Monolithe reparieren, um Havals Verfall zu stoppen? Havals Verfall? Das zu erklären wird eine Weile dauern. Wir können uns weiter darüber unterhalten, wenn Sie Zeit haben. Natürlich wollen wir uns weiter darüber unterhalten. Also das heißt, Havar, man hat ja schon gesehen, aber im Überflug über Havar, dass da nicht alles nur grün ist. Sie sagten, der Planet würde verfallen? Ja, es sieht vielleicht nicht danach aus, aber Havarl ist krank. Es hat hier begonnen, mit unkontrollierten Mutationen organischer Lebensformen. Einige wurden getötet, andere in Gift verwandelt. Jetzt bemerken wir dasselbe auch an anderen Orten. Das Ökosystem des Planeten bricht langsam aber sicher zusammen. Und der Grund dafür sind die Monolithe. Es gibt nur zwei von ihnen, obwohl es drei sein müssten. Aber wie kann denn so eine Technologie so... Weiß nicht, das ist ja... Scheint eine extrem fortgeschrittene Technologie zu sein, wenn die tatsächlich das Ökosystem komplett beeinflusst. Aber es gibt hier so viel Leben. Ihr Gewölbe muss also funktionieren. In gewisser Hinsicht vermutlich schon. Aber die Monolithe verbreiten die Anweisungen des Gewölbes über den gesamten Planeten. Und da nur zwei von dreien aktiv sind, geraten die Anweisungen aus dem Gleichgewicht. Und somit auch das Leben hier. Wir haben nie versucht, die Weisen zu fragen. Vielleicht gibt es in ihren mündlichen Überlieferungen ja irgendetwas, das uns weiterhelfen kann. Bei den Sternen. Diese abergläubischen Einsiedler interessieren sich nicht für die Angara von heute. Das wissen sie genau. Sie kennen doch die Überlebensprognosen des Planeten. Was haben wir schon zu verlieren? Weise? Mündliche Überlieferungen? Sie leben in Mitrava, dem Reliktgebäude dort drüben. Ihre Familien haben sich angeblich direkt nach dem Auftauchen der Geißel dorthin zurückgezogen. Sie glauben, ihre Abgeschiedenheit würde die Reinheit der Chroniken bewahren, weil sie eine Kontamination durch modernes Denken verhindert. Unfassbar. Ihnen ist vermutlich nicht einmal klar, dass Havarl stirbt. Und falls doch, ist es Ihnen wahrscheinlich egal. Ja, ein Versuch ist es wert, würde ich genauso sagen. Selbst wenn uns Ihre Weisen nicht weiterhelfen können, schadet es doch auch nicht, Sie zu fragen, oder? Auf dem Pfad nach Mitrava wimmelt es von Relikten. Die meisten von uns wagen es nicht, dorthin zu gehen. Aber Sie könnten es vielleicht schaffen. Folgen Sie einfach dem Strom der Relikte und bleiben Sie am Leben. Ich würde es bedauern, wenn Ihnen auf der Jagd nach einer uralten Legende etwas zustößt. Okay, den Zugang zur Zuflucht Mitravas finden. Das ist unser nächster Zielpunkt. Assistent Torwach. Schön, Sie wiederzusehen, Pathfinder. Kiran hat mir erzählt, dass Sie den Monolithen untersucht haben, bevor Sie in diesem Stasefeld eingeschlossen wurden. Was haben Sie herausgefunden? Es gibt hier ein Gewölbe. Als die Geißel zuschlug, hat sie auch einige seiner Funktionen außer Kraft gesetzt. Es ist zwar bis zu einem gewissen Grad noch aktiv,
Aber mit nur 2 von 3 Monolithen ist das System nicht mehr im Gleichgewicht. Und ohne den 3. Monolithen kann man es auch nicht neu starten. Exakt. Wir hatten gehofft, nähere Erkenntnisse über die Monolithe würden es uns erlauben, unsere eigene Technik damit zu verbinden, um es irgendwie zu reparieren. Aber wir kommen nur langsam voran. Zu langsam. Erzählen Sie mir mehr über Mitrava und die Weisen. Wir wissen nicht sonderlich viel über sie. Sie haben kaum Kontakt zu anderen. Und selbst wenn sie mit uns handeln müssen, sprechen sie so gut wie überhaupt nicht. Kieran schämt sich vermutlich, dass ich sie überhaupt erwähnt habe. Es ist nur so, ich habe mal gehört, bei den Sternen, sie werden sich über mich lustig machen. Ja, natürlich, wir brechen gleich in Gelächter aus. In den meisten Geschichten steckt zumindest ein Körnchen Wahrheit. Als ich noch klein war, habe ich eine Geschichte gehört, die die Weisen erzählen. Über einen Mann, der die Geißel miterlebte. Sie hat die Monolithe auf allen Planeten abgeschaltet und die Gewölbe haben aufgehört zu funktionieren. Aber dieser Mann verstand die Relikte. Keiner weiß wieso und hat irgendwas gemacht. Er ist der Grund, warum das Gewölbe und die beiden Monolithe überhaupt so lange funktioniert haben. Und wenn diese Geschichte wahr ist... Könnten die Weisen wissen, wo sich der 3. Monolith befindet? Genau. Aber ich dachte, die wissen schon, wo der 3. Monolith ist. Die sprechen doch die ganze Zeit, ja, der 3. Monolith funktioniert nicht. Ich meine, woher wissen sie denn, dass der 3. Monolith nicht funktioniert, wenn sie ihn nicht gesehen haben und dann nicht wissen, wo er ist? Okay, strange. Mir ist gerade aufgefallen, dass es noch eine andere Sache gibt, die mich natürlich sehr an das Spiel fesselt. Was zum Teufel ist diese Geisel? Was ist dieses Phänomen, diese Weltraumwolke? Wir können uns später weiter unterhalten. Ich werde hier sein. Man darf gespannt sein. Ich gucke mal auf die schlaue Uhr, wie viel Zeit wir schon vertrödelt haben. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle mal einen Cut machen. Wir haben einiges geschafft. Die Zeit vergeht immer so schnell bei Mass Effect Andromeda. Es ist der Wahnsinn. Aber mir macht das Spiel auch Spaß, auch wenn es seine Macken hat. Aber ich finde es echt ziemlich cool. Forschungszentrum. Ach, da kann ich forschen. Cool. Können wir auch direkt mal reingucken. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, bis dahin. Tschüss.